Heute möchte ich euch mal den aderigen Meuchelbecherling vorstellen. Ja, er wird auch Aderbecherling oder Flatschmeuchel genannt und er gehört zu den Schlauchpilzen und zu den Meuchelverwandten. Der aderige Meuchelbecherling ist vor allen Dingen in Auwäldern zu finden. Und hier sieht man so ein typisches Habitat, also man sieht die hohe Schlüsselblume, ganz viel Giersch, ein bisschen Gundermann, ja, die Schuppenwurz ist hier, es stehen auch ein paar Eschen rum, ja, und die Krautschicht ist nicht ganz so hoch gewachsen, man kann ihn aber auch auf Streuobstwiesen finden. Er bevorzugt kalkhaltige und basische Böden, ja, und er wächst immer auf dem Boden aufliegend. Also jetzt wie hier, also die Krautschicht ist auch nicht so hoch und er wächst richtig auch so auf lehmigen Böden oft. Ja, und oft ist er auch relativ verwachsen. Finden kann man ihn von März bis Mai, also ein typischer Frühjahrspilz. Ja, vom Aussehen her, die Innenseite ist meistens so ja, hellbraun bis rotbraun. Der hat einen kurzen Stiel, er erscheint eher matt. Von der Innenseite etwas dunkler als auf der Außenseite. Sind die Meuchelbecherlinge reif, dann liegen sie meist flach auf dem Boden ausgebreitet und sie können eine Größe von 3 bis ja, sogar 18 cm bekommen. Typisch für die Meuchelbecherlinge ist auch diese Brüchigkeit und dieses Wachsartige vom Fleisch. Und wenn man ein Stückchen abbricht, dann hat man diesen typischen, ja, so einen Chlorgeruch. Je älter Meuchelbecherlinge werden, umso flacher liegen sie auf dem Boden auf, was ihm auch den Namen Flatschmeuchel eingebracht hat. Ja, hier sieht man ein ganz großes, schon altes Exemplar. Ist wirklich riesig. Ja, also meine ganze Hand passt da drauf. Und man sieht halt auch diese runzelige Struktur wieder. Und dieses flach ausgebreitete auf dem Boden. Ja, schaut, meine ganze Hand passt da drüber. So groß war der. Ja, sie können also sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Also von sehr flach, wie wir vorhin schon gesehen haben. Hier haben wir dieses typische, sehr, sehr runzelige Exemplar, was wirklich sehr, sehr aderig auch ist. Ja, sehr groß auch schon, dieser Fruchtkörper. Aber immer noch frisch. Also er ist noch relativ hell. Und das zeigt immer noch, dass er frisch ist. Also es gibt auch sehr dunkle Exemplare, dann weiß man, dass er nicht mehr frisch ist. Gebietsweise tritt der Meuchelbecherling recht häufig auf. Vor allem bei uns an den Donauauen habe ich schon sehr, sehr viele Habitate jetzt gefunden. Und da wächst er auch sehr, sehr gut. Und da nehme ich mir auch meistens ja, so die Hälfte der Fruchtkörper mit. Sie gelten in Deutschland auch als gefährdet, also sie stehen unter RLG, Gefährdung unbekannten Ausmaßes. Der Meuchelbecherling ist ein wirklich sehr guter Speisepilz, er steht den Meucheln in nichts nach. Dieser Chlorgeruch, den man als erstes riecht, der verschwindet auch beim Kochen. Ja, sie können auch sehr gehäuft auftreten, wie hier bei diesem Fund, den ich gemacht habe. Da wuchsen, ich schätze mal, das waren so 10 Fruchtkörper, alle aufeinander. Alle um eine sehr, sehr alte Esche drumherum. Also hier auf diesem Fleck waren ganz viele aufeinander. Aber um die Esche drumherum waren ungefähr nochmal 10 Fruchtkörper zu finden. Also ein wunderschöner Fund. Meuchelbecherlinge sind wie Meucheln roh stark giftig. Das heißt, man muss sie immer sehr gut durchgaren. Mindestens so 10 bis 15 Minuten und dann ist man auf der sicheren Seite. Und nehmt bitte nicht zu alte Fruchtkörper, das macht keinen Sinn, da kriegt man noch eine Magenverstimmung. Hat euch das Video gefallen, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen und dann sehen wir uns bald wieder bei Pilze unter der Lupe. Tschüss!